Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, es ist ein herrlicher Sonnenaufgang hier an der schwedischen Frontlinie und in diesem Video möchte ich euch zeigen, was ich für die beste Bass-Anordnung für einen Solo-Player in Generation Zero halte. Ihr hattet ja in einem meiner letzten Videos schon gesehen, wie ich die Bass, die ich zuerst gebaut hatte, verteidigt habe. Ich habe mir mittlerweile ein paar Gedanken gemacht und habe die Basis dementsprechend umgebaut. So sieht das Ganze jetzt aus. Etwas kleiner, etwas kompakter und mit ein paar Features, zu denen wir jetzt auch gleich kommen werden. Wir schauen uns das Ganze gleich mal an. Ich erkläre das Step by Step, also wirklich auch, welche Gedanken ich mir da gemacht habe und danach probieren wir das Ganze natürlich aus. So, wir fangen wieder wie immer vom Innen nach außen an. Innen ist natürlich der LKW, das Widerstandshauptquartier. Das gilt es natürlich, um jeden Preis zu schützen. Deswegen habe ich hier erstmal eine Mauer aus großen Segmenten um den LKW gezogen. Jeweils fünf auf jeder Seite. Hier hatte ich zuerst ein großes Tor drin. Das habe ich aber weglassen. Ich benutze überhaupt keine Tore mehr. Das hat einen ganz einfachen Grund. Jedes Mal, wenn ich schnell irgendwie die Stellung wechseln muss innerhalb der Base oder da rumrennen muss, dann geht dieses Tor auf oder diese Tore, je nachdem. Und meistens bleibe ich dran hängen und behindert mich und kostet mich Zeit und deswegen habe ich die einfach weggelassen. So, dann habe ich auf jeder Seite jeweils in dem mittleren Segment, also quasi im dritten großen Wandsegment, einen von diesen Wachtürmen hingesetzt und zwar mit einem Abstand von drei Feldern zu der Außenwand auf jeder Seite. Dann außen angefangen, große Wände durchzuziehen und an jeder Ecke habe ich hier so einen kleinen Durchgang gelassen. Ihr seht, das Ganze ist so aufgebaut wie bei den Bunkern im Zweiten Weltkrieg, dass man gerade so durchlaufen kann, aber dann ist quasi noch so eine Querwand, dass man nicht von außen nach innen durchschießen kann. Runners kommen hier nicht durch und Hunters kommen auch nicht durch. Dann habe ich die Außenwand immer zweilagig gemacht, also zwei Reihen große Segmente. Problem dabei ist, dass mir hier auf dieser Seite dann das Baulimit einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Das macht aber nichts, weil genau auf der Seite ist am wenigsten los, weil wir ja hinten alles mit Felsen quasi abgedeckt haben. Das heißt, auch von der Seite kommen die wenigsten Gegner. So, und jetzt kommt ein Feature und da muss ich wem Ehre gebührt sagen, nämlich dem guten Kollegen Voucher. Ich verfolge natürlich auch seinen Werdegang in Generation Zero. Der hat ja jetzt auch eine neue Staffel Generation Zero am Laufen. Wen es interessiert, schaut euch das an. Und der hat nämlich, ich weiß nicht, ob er das bewusst oder unbewusst gemacht hat, seine Maschinengewehrbunker sehr, sehr schlau angeordnet und das habe ich hier übernommen. Mein Problem mit den Maschinengewehrbunkern war immer, dass ich die eigentlich so an den Ecken nach außen schießen ließ und dadurch viele tote Winkel hatte. Und jetzt habe ich beim Voucher gesehen, dass er an jeder Ecke quasi einen Bunker so hingebaut hat, dass er eine komplette Seite mit seinem MG bestreicht. Das heißt, der Bunker hier bestreicht quasi die komplette Seite von rechts bis vorne an die Wand. Und dann habe ich natürlich an jeder Ecke einen Bunker hingebaut. Hier ist der nächste. Der schießt auch wieder über die gesamte Seite, deckt quasi auch das komplette Feld ab. Die Gegner spawnen ja von rechts und versuchen an die Wand zu laufen. Dann, was ich auch gemacht habe, ich habe eine Menge Minen gelegt. Insgesamt hatte ich 29 Stück, die ich im Laufe des Games irgendwo aufgesammelt hatte. Und die habe ich jetzt hier auch mit eingebaut. Dann haben wir da vorne natürlich auch noch mal einen Bunker, der das Vorfeld bestreicht. Und hinter jedem Bunker habe ich quasi eine Schutzwand, so ein Dreieck gebaut, damit die von hinten nicht zerstört werden können. So, dieser Bunker ist eigentlich relativ wichtig. Der bestreicht nicht nur das Feld von den Gegnern, die von rechts kommen, sondern auch eben auf 12 Uhr, weil auch eben Wellen von diesem Hohlweg da hinten raus spawnen. Auch hier überall Minen. Und der Bunker, man kann ja leider nur fünf Maschinengewehrbunker bauen, haben sie natürlich mit Absicht so gemacht. Ich habe also quasi auf der Vorderseite, nenne ich es jetzt mal, zwei Bunker stehen, weil da dann eben auch mit der vierten Welle die großen Gegner kommen. Das heißt, da braucht man ein bisschen mehr Firepower als auf den anderen Seiten. Und hier habe ich dann zu guter Letzt noch einen Turm hingebaut, damit ich vielleicht eventuell die da in dem Hohlweg spawnen, auch noch bestreichen kann. Ja, das ist eigentlich so das Layout meiner Base. Wie gesagt, überall die Minen gelegt. Dann
können wir uns ja noch mal kurz gucken. Ich habe noch 12 Minen. Die lege ich mir gleich mal auf die 6, dass ich in den Pausen auch noch mal Minen legen kann. Vielleicht lege ich hier noch mal eine hin. Hier spawnen ja dann am Ende auch die größeren Gegner. Das heißt, hier werden wir auch ein bisschen explosiven Power brauchen. Das mit den Minen ist kein Muss, aber ihr werdet sehen, es erleichtert vor allem in den ersten zwei, drei Wellen das Ganze ungemein. Also wenn ihr irgendwo Minen findet und ihr braucht sie jetzt nicht unbedingt, um zum Beispiel irgendwelche Tanks oder so zu killen, oder ihr seid sowieso nicht die Stealth-Fighter oder Fallensteller, dann behaltet euch die Minen, legt sie euch in die Kiste und benutzt sie hier beim Base-Verteidigen. So, dann gehen wir mal rein. Wir können uns noch kurz angucken, was ich als Waffen dabei habe. Ich habe das AI-76 Sturmgewehr in 7,62 dabei. Dann den LG-7 Granatwerfer. Dann habe ich noch die experimentelle Pump-Action, Panzerwehrmsgewehr, nochmal den zweiten Granatwerfer. Und wenn alle Stricke reißen, die MP, die Kapist. Die ist besser, als man denkt. Mit dieser MP-Kapist kann man Hunter sehr gut ausschalten. So, wir werden nochmal den mittleren Schwierigkeitsgrad spielen. Den spiele ich eigentlich als Solo-Player generell immer, weil mir das einfach von Aufwand und Ertrag am besten erscheint. Im Team kann man natürlich dann auch mal die Schwierigkeit hochschrauben. So, und los geht's. So, die erste Welle kommt von der Rückseite. MG-Bunker schießt schon. Zack, erste Mine. Die erste Welle der ersten Welle haben wir abgewehrt. Nächste Minenexplosion. Und nochmal. So. Und ihr seht, anhand der Leuchtspur habt ihr gerade sehr schön sehen können, wie gut dieser erste Maschinengewehrbunker auf der anderen Seite hier schon die richtig in die gespawnte Welle reinschießen konnte. Auch hier wieder, ich habe es beim letzten Base-Building-Video oder Base-Verteidigungsvideo ja schon gesagt, sehr ideal geeignet, um die Region aufzupuschen und weitere Rivalen spawnen zu lassen, dieser ganze Modus. So, wir legen noch ein paar Minen aus. Hat sich ja gut bewährt. Vorteil an der ganzen Geschichte ist natürlich, wenn ihr mehrere Wellen jetzt mal hintereinander spielt, dann seht ihr ja eigentlich genau, wo die ganzen Gegner spawnen. Das Ganze ist ziemlich linear gemacht. Da ändert sich nicht viel von Angriff zu Angriff. Das heißt, ihr wisst dann auch genau, wo ihr die Minen hinlegen müsst. Da, wo die kaputten Viecher rumliegen, da könnt ihr dann wieder Minen legen. Unter anderem hier in diesem Durchgang, da kommt gern mal auch ein Hunter durchlaufen. Ja, die restlichen Minen sparen wir uns mal auf. Zum Reparieren gibt es noch nichts. Hier ist noch nichts passiert. Ich kann euch auch jetzt schon verraten, dass am Ende der ganzen Geschichte ich nur minimale Reparaturen ausführen muss. Die Wachtürme, da ist kein einziger beschädigt, noch nicht mal der außen. Und Wachtürme sind ja manchmal diese neuralgischen Punkte. Also die wurden mir mit dem anderen Base-Layout schon sehr früh zerstört. So, auch hier hat man links kurz gesehen, die Seeker sind schön in Minen reingelaufen, der hier auch. Das heißt, die Welle ist jetzt schon erledigt. Jetzt kommt von vorne die nächste. Auch hier Minenexplosion. So, auch hier erledigt. Hier ist natürlich durch die Explosion des Granatwerfergeschosses auch eine Mine mit explodiert. So, Bunker schießt sehr schön. Auch hier ist wieder einer in die Mine reingelaufen. Haben wir gar nicht gesehen. Ihr seht die Anordnung der Bunker und da mal wieder wirklich auch großes Lob an den Voucher. Sehr, sehr gute Anordnung. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut, so dass er so militärisches Wissen hat. Respekt, aber ihr seht, bis jetzt haben wir keine großartigen Schwierigkeiten.
Diese mehr oder weniger überlappenden Schussfelder sind wirklich sehr, sehr gut. So, ich habe da mal zu dem zweiten anderen Granatwerfer gewechselt, weil da haben wir ja gerade Granaten erbeutet. Und jetzt legen wir noch ein paar Minen, nutzen die Zeit, die uns bleibt, bis die nächste Welle uns angreifen wird. Ich gehe mal davon aus, dass die von da unten spawnen. Deswegen legen wir hier gleich eins hin. Und hier oben. So, und auch hier immer noch nichts zu reparieren. Alles noch im Originalzustand. Zack. Und was natürlich auch gut ist, ist, wenn nach so einer Welle noch ein Haufen Minen übrig sind, dann wisst ihr, dass die an der Stelle natürlich mehr oder weniger unsinnig sind. Da kann man sie wieder aufheben und woanders hinlegen. Das werde ich dann auch noch machen. So, hier ist alles in Ordnung, die Bunker sind noch alle fit. Ja, wie gesagt, durch dieses Layout halten sich die Schäden, zumindest beim mittleren Modus, in Grenzen. Und gerade für Solo-Player ist das eine gute Möglichkeit, auch Sachen zu farmen. Dann noch kurze Anmerkung, wir haben noch ja noch ein bisschen Zeit. Ich wurde gefragt, ob man, nachdem man quasi das erste Mal diese Base-Verteidigung getriggert hat, dann auch bei normalen Gegnern, sprich auf der Map verteilt, Uran looten kann. Und bei mir ist es auf alle Fälle so, dass ich zumindest bei den Rivalen und bei einigen Huntern auch abseits von dieser Base Uran und auch Tungsten habe looten können. Also ich denke mal, dass das Material dann in dem Moment, in dem man, schön vorbeigeschossen, in dem Moment, in dem man hier quasi die Base-Verteidigung anfängt, dann auch überall diese Spezialsachen looten kann. Das passiert mir relativ häufig mit diesem Granatwerfer, dass ich vorbeischieße. Schlimm ist es bei den Tanks, wenn die sich bewegen, dann schieße ich den manchmal direkt zwischen den Beinen durch. Ja, ihr seht, die Maschinengewehrbunker sind unbeschädigt. Ich muss das mal genauer beobachten, aber jetzt, wenn ich das hier so sehe, habe ich so den Verdacht, dass zum Beispiel die Hunter, wenn die von da hinten spawnen und werden durch den MG-Bunker angeschossen, dass die sofort stehen bleiben. Das heißt, die rücken gar nicht mehr weiter vor. Das könnte natürlich so ein unbeabsichtigter Side-Effekt sein. Weil, wie ihr seht, die liegen beide da so ungefähr in der gleichen Gegend. Ich denke mal, die rücken bis da vor, werden dann beschossen und bleiben stehen. Unbeabsichtigt noch was rausgefunden. Hier, den Runner, den müssen wir uns noch holen. Okay. Auch hier wieder, der steht auch da hinten und bleibt da stehen. Jetzt kommt er. Wahrscheinlich will er mich. Zu spät. So, dann schauen wir mal, was sich auf der Rückseite tut. Da hat sich nicht viel getan. Hier ist bestimmt wieder irgend so ein Runner. Ja, da steht er. So, dritte Welle, 3 von 4. Jetzt müsste eigentlich der erste große kommen. Da ist er schon. Da hinten ist wieder einer durch eine Mine kaputt gegangen. Okay, die Theorie, dass die Hunter stehen bleiben, hat sich hier
nicht bewahrheitet, aber vielleicht hat der Bunker auch zuerst auf den Tank geschossen. Hier steht einer direkt hinter dem Bunker. Zack, vorbeigeschossen. Mal wieder. Also die Effekte, wie der Dreck so hochspritzt, das haben die schon gut gemacht. Gefällt mir. Ich hasse die Ticks. Die Ticks sind mir echt... Ich kämpfe gegen alles, mir egal, wie groß und wenn es der Reaper ist, aber die Ticks, die gehen mir echt auf die Nerven. Und erledigt. So, was haben wir jetzt gekriegt? Experimentelle Jacke, Büstentarn, das ist gut. Die brauche ich nämlich noch. Ja, wie ihr seht, die Basis steht noch. Jetzt looten wir erstmal alles durch, was wir so finden können. Und dann schauen wir uns mal an, was es zu reparieren gibt. Hier ist nichts, also das wundert mich echt, dass der Turm, die zwei Bunker, alle noch so wie am ersten Tag, sage ich jetzt mal. Schauen wir mal, was er dabei hat. Ja, also das graue Zeug kann er behalten, das Zeug kann er behalten. Die Hochexplosiven nehmen wir natürlich mit. 50 Kerl nehmen wir auch mit. Und der Rest bleibt drin. So, hier die Wände auch. Alle noch, alle erste Sahne. Der Loot ist jetzt nicht so prickelnd, aber ich nehme trotzdem immer alles mit, denn wir dürfen natürlich nicht vergessen, wir brauchen auch Materialien, das heißt auch Munition, die wir jetzt selber gar nicht benutzen. Wenn die eine bestimmte Quantität in meiner Kiste erreicht hat, dann wird die eben zerlegt und liefert mir wieder Sprengstoff und irgendwelche Metalle oder sonst was, die ich dann in irgendwelche andere Munition oder auch Granaten umwandeln kann. So, dann schauen wir mal, was der Bunker, ja, auch nichts. Alles gut. Hier vorne gab es eine fettere Explosion, da dürfte ein bisschen was zu reparieren sein. So, ein Segment angekratzt, müsste man jetzt nicht reparieren. Ich mach's halt, ich bin halt so einer, der hat das gerne alles auf komplett. Aber jetzt vom Schutzfaktor her sind die fast noch wie neu. Da ist nicht viel passiert, na, wie man sieht. Und selbst wenn die jetzt kaputt gegangen wäre, hier an der Ecke ist ein bisschen mehr passiert, da muss irgendwie eine größere Explosion oder wahrscheinlich war das einer von den Runnern, der da drauf geschossen hat. Aber selbst wenn jetzt die erste Reihe kaputt gegangen wäre, wäre ja dahinter immer noch die zweite Reihe der großen Segmente. Also die kommen da erstmal nicht rein. Also zumindest auf mittlerem Schwierigkeitsgrad ist das hier, ich sage es jetzt einfach mal, bombensicher. Hier drin noch ein bisschen angekokelt, aber ne? So, wie gesagt, die Türme, das überrascht mich am meisten, dass die Türme nichts abgekriegt haben, aber ich habe auch die Türme eigentlich gar nicht benutzt. Bei der ersten Base war ich ja mehr auf den Türmen unterwegs. Dadurch habe ich das Feuer auch auf die Türme gelenkt. Und hier bin ich eigentlich mehr so draußen dann unterwegs. Oder halt renn quer durch die Basis von einem Ausgang zum anderen. Jo, und das dürfte eigentlich auch schon alles an Schaden gewesen sein. Also wenn mich das jetzt kurz... Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich überschlag das jetzt einfach mal ganz grob. Vorne waren es 3 Segmente, die angekratzt waren. An der Seite 3, dann die Ecken... Sagen wir 10 Sachen, die wirklich beschädigt waren, aber nicht so beschädigt, dass sie wirklich Gegner hätten durchgelassen. Von daher, ich denke, dass mein Konzept hier sich bewährt hat. Und wie gesagt, das mit den überlappenden Maschinengewehrbunkern habe ich vom Voucher. Da möchte ich mich nicht mit fremden Federn schmücken, wie man so schön sagt. Nichts, da ist nichts, das gibt's doch nicht, oder? Ja, gut, dann noch ein kleiner Tipp. Nachdem ihr so eine Basisverteidigung gemacht habt und ihr wollt jetzt vielleicht irgendwo anders hin auf der Map irgendwas anderes machen, andere Missionen oder so, sammelt die übrig gebliebenen Minen wieder ein, weil es besteht die Gefahr, dass die, wenn ihr länger unterwegs seid, einfach weg sind, wenn ihr zurückkommt. Das habe ich nämlich auch schon gehabt.
Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie lange ich weg war, aber sicher, sammelt die einen, habt ihr die im Inventar und dann könnt ihr euch nicht verloren gehen. Ihr habt jetzt sowieso erstmal einen Cooldown, bis ihr den nächsten Angriff hier triggern könnt. Von daher, nehmt euch einfach die Zeit, sammelt das wieder ein und bevor ihr den nächsten Angriff starten lasst, dann legt die Minen wieder aus. Genau. Dann schauen wir uns jetzt noch schnell an, was ich da denn erbeutet habe. Diese experimentelle Jacke Wüstentarn. Und das ist wirklich ein 6M-Lotter, denn die suche ich schon die ganze Zeit. Ich habe ziemlich viele experimentelle Klamotten, aber dieses Wüstentarn gefällt mir am besten von der Tarnfunktion her, beziehungsweise vom Aussehen her. Und ich habe die Hose und den Helm schon in Wüstentarn, aber die Jacke noch nicht. Jetzt habe ich sie letztendlich in Wüstentarn bekommen. Und da ist sie. Das heißt, wir sind jetzt komplett uniformmäßig auf einem Level. Ich finde, das sieht einfach nur geil aus. Die Schweden, ha? Würde man nicht denken. So, ja, wir haben jetzt alles eingesammelt. Dummerweise ist jetzt natürlich so, die Munitionspakete und das Sanitäterpaket, das können wir nicht wieder aufheben. Das heißt, da werde ich jetzt einfach die Dinger benutzen, um mehr Munition zu kriegen. Fangen wir mal mit der AK an. Zack. Viel kommt da eh nicht bei raus. Das waren jetzt gerade mal 20 Schuss für die AK. Und dann nehmen wir noch den Granatwerfer. Die Pistole wäre Unsinn. Zack. Da haben wir noch ein Geschoss gekriegt. Und dann switchen wir noch schnell um auf die Experimentelle. Die Experimentelle ist eine super geile Nahkampfwaffe. Also mit der macht es richtig Spaß, auf Seekers und auch auf Hunters zu schießen. So, dann haben wir hier noch das Medipack. Ja gut, das benutzen wir halt jetzt einmal und dann ist gut, dann lassen wir es halt liegen. Ja, und mit diesen Eindrücken, hier schauen wir nochmal kurz rein. Hochexplosive Mehrzweckgeschosse habe ich gestern übrigens die Baupläne gefunden. Wenn ich noch Zeit finde, mache ich noch ein kurzes Video und zeige euch, wo ihr die finden könnt. Da mache ich mir jetzt aber gleich noch ein paar, weil wir haben ja jetzt wieder Kupfer erbeutet. Und ja, mit diesen Eindrücken lasse ich euch auch alleine. Ich wünsche euch noch ein ganz, ganz schönes Wochenende. Bleibt gesund, Freunde. Wir haben es bald geschafft. Die Pandemie ist bald vorbei und dann können wir wieder ganz normal abgehen, wie früher auch. Und nichtsdestotrotz vorsichtig bleiben. Bleibt gesund und bleibt mir treu vor allem. Ihr kriegt noch ein kleines Schlagzeugständchen von mir. Und wir sehen uns hoffentlich in einem meiner nächsten Videos oder Livestreams. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch geholfen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir eure Kommentare da, erzählt mir eure Erfahrungen im Basebuilding. Bis zum nächsten Mal, euer Ü40.